Ja, ein neuer Tag, ein neuer Part. Und ich bin mich gerade ja ziemlich am Überlegen, warum ich hierher gegangen bin. Was wollte ich hier eigentlich machen? Was habe ich im Inventar? Lalala, was habe ich hier? Koppelt. Okay, also es ist die letzte Aufnahme ist erst schon Tag her. Und ich weiß nicht, warum ich hier rüber gegangen bin. Eigentlich wollten wir ja drüben Zeugs und so machen. Und ja, was mache ich dann hier? Was wir kurz machen können, wir könnten mal hier das da kurz wegbauen. Weil das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Der provisorische Stall, der hat seine Dienste gut erwiesen. So. Ich bin gerade überlegen, wenn wir gerade hier sind, habe ich hier Eisen, sicherlich irgendwo liegt hier Eisen rum. Ein paar Stickies, keine Stickies. Achso, ah ne, da war ja, glaube ich, Holz. Ach ne, ich habe ja eh noch ganz viele Holz. Ach, da sind noch Stickies, ist mir aber zu wenig. So, dann kann man zack, zack. Und obwohl drei Stück. Ja, machen wir halt mal drei Stück. So, mal das da und okay, kann man gerade nochmal so machen. Zack, zack, zack. Und noch ein paar Spitzhacken, Schaufeln haben wir noch ein paar. So, dann würde ich mal schauen, sind hier noch. Hier sind noch lauter Cleanies. Eigentlich wollte ich ja wegen Cleanies rüber. Jetzt hier haben wir noch ein paar. Mir sind jetzt gerade noch so zwei Sachen eingefallen. Also auf einer Seite könnten wir ein bisschen mal die Baumfarm ein bisschen abholzen. Und auf der anderen Seite meine Slime-Farm, die ja noch nicht so richtig funktioniert. Ja, Fackeln habe ich jetzt nicht so viele. Ich würde das, obwohl 25. Das wird ja hoffentlich reichen, damit wir die noch ein bisschen besser ausleuchten können. Und ein bisschen größer machen können. Ich werde die mal ein ganz kleines bisschen vergrößern. Zumindest mal in der Höhe, so mal ein, zwei Blöcke. Ich habe so ein bisschen was gelesen so im Internet, die haben so 20 mal 20 mal 13 oder so teilweise gemacht, also eigentlich richtig hohe Räume. Beziehungsweise, ist das jetzt wirklich so schlau? Also ich kann jetzt mal reingucken. Ich würde lieber unter meiner Villa noch eine neue anlegen. Mit dem Grund, weil wir ja derzeit eh anderen drüben sind. Und ich muss gleich niesen. Boah, oder auch nicht. Boah. Boah, kennt ihr das unangenehme Gefühl, wenn es so eine Nase kitzelt, aber es passiert nichts, sondern es kitzelt nur und ihr seid kurz vorm Niesen und dann passiert doch nichts. Und dann denkt ihr so, ah, oh, vorbei. Und dann, das hat sich jetzt sehr toll sicherlich angehört. Ich hoffe, ich habe keinen erschrocken damit. Ja. Planänderung, ich probiere mal so eine Slime-Farm drüben bei der Villa zu machen, weil wir ja da jetzt eh ganz viel unterwegs sind. So, ich nehme mal meinen Minecart in die Hand, bahnen wir mal da einen Weg nach unten. So. Boah. Alter, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Yay! Saplings. Eigentlich könnten wir jetzt mal mit Jux. Ah, hier ist einer doch nichts gewachsen, aber egal. Ich wollte sagen, eigentlich können wir ja mal aus Jux hier alles abfackeln. Aber das ist mir jetzt dann doch vielleicht ein bisschen zu schade. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das machen soll mit dem Abbauen. Weil alles will ich jetzt auch nicht abbauen, weil das wohl viel zu lange dauert. Ich kann jetzt mal hier so ein bisschen was machen. Damit der sich. Na, das ist so ein riesen fucking Baum. Der fucking Baum. Der fucking Baum. Passt nicht zum Lied, welches gerade läuft. Und ich weiß, ich kann nicht rhymen und so. Doch, eigentlich schon, aber nur wenn ich will.
So, yo ho, bro. Forschung, yo. Mojang. Oder so ähnlich halt. So. Aber ich glaube, dadurch, dass sie alle so zusammen sind, ist es irgendwie gar kein richtiger, oder sind es keine kleinen Bäume, sondern die haben sich alle so verknüpft zu so mega super duper Riesenbäumen. Obwohl, der war jetzt, glaubt, ich weiß gar nicht, der wird sich jetzt wohl abbauen. So ein bisschen. Oh je. Ich mache mir erstmal hier so ein bisschen Laub weg, damit wir hier ein bisschen Platz haben, wie das aussieht. Okay, das hinten brauchen wir jetzt nicht. Das war ja wieder ein bisschen blöd. Ah, ne, machen wir so. Zack. Damit ich hier wieder hochspringen kann. Okay, hier ist sowieso vorbei. Alter, wie viel Holz, ey. Also ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass es so perfekt klappt. Ich hätte gedacht, dass hier halt der Baum wächst und dann halt der hier nicht. Und der hier nur vielleicht. Und wenn, dann halt erst wieder der da. Aber das hat doch voll geil geklappt eigentlich. Also da kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen, ohne irgendwie arrogant zu wirken oder eingebildet. So, zack, zack, zack. Aber hier sind noch ein paar kleine Bäume eigentlich. Aber die Laubblätter, die fallen nicht weg. Es entsteht dann nur so ein Loch. Okay. Brauchen wir, müssen wir eben ein bisschen was abbauen, damit wir hier ein bisschen wieder Saplings bekommen. Bin mal eh gespannt, wie das dann abläuft. Da mein Weg war eigentlich auch voll von Arsch, weil hier alles zugepflastert ist. Okay, hier geht's eigentlich. Hier ist richtig schön abgegrenzt. Okay, der hier baut zum Beispiel nicht ab. Habe ich Erde dabei. Zack. So, jetzt auswählen. Obwohl, das kann ich eigentlich auch so ein bisschen von oben machen. Ja, auf dem Weg komme ich ja irgendwo rein, dass ich irgendwie die untere Schicht mal so ein bisschen abholze und dann die obere. So, aber ich werde natürlich nicht alles abholzen, habe ich ja glaube schon mal gesagt. Ich werde nur so ein bisschen was wegmachen und vielleicht noch ein paar... Okay, warum ist denn da... Ah, ja, mir sind ja damals sogar die Saplings rausgegangen. Wollte gerade sagen, warum ist hier gar nichts? Ach so, ja, da fällt es mir wieder ein. Wir haben ja gar nicht alles voll ausgepflanzt, sondern nur ein Teil. Aber trotzdem ist gut gewachsen. Ja, was ich sagen wollte, ich werde dann noch hier ein paar Blätter wegmachen, damit wir hoffentlich Saplings bekommen. Weil bis jetzt ja noch keine runtergeflogen sind. Und dann können wir wieder ein bisschen pflanzen und dann mal schauen, was sich in der Zeit so alles ergibt. Wie es hier aussieht. Schon ein bisschen krank. Ja, hier ist auch noch nichts runtergeflogen. Hm. Den kriegen wir nicht. Das ist auch wieder so ein Riesenbaum. So, die erste Spitzhacke wäre kaputt. Oh, das war falsch. Hier rein. So, oder wir bauen uns einfach mal hier. Oder was heißt bauen, ne? Ich wollte gerade graben sagen. Graben ist ja auch wieder falsch. Wir holzen einfach mal so random irgendwie so ein bisschen was weg. Graben hier einfach weiter nach oben. Auch wenn man das vielleicht nicht so ganz als Graben bezeichnen kann. Ich hoffe nicht, dass es zu dunkel wird oder so. Aber ja, wenn dann... Dann habt ihr halt Pech. Der war böse. So... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich hier weiter abbauen soll. Hier geht es überall nach unten. Zum Boden hin. So, zack. Hm. Also ich glaube, abfackeln wäre wirklich einfacher, aber dann kriegen wir kein Holz. Dann ist ja das System auch wieder von Arsch. Dann hätte es ja auch nichts gebracht. So, bla 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 bla. Ist jetzt endlich mal was weggeflogen? Ah, da wird zum Beispiel gerade runtergeflogen. Okay.
mache jetzt, glaube ich, mal einfach so die äußere Reihe und dann grabe ich mich mal durch oder so. Irgendwie so in der Art. So, geh wieder mal weg. So, dann kommen wir hier nach oben. So, der ist vor fertig. So, zack, zack, zack. Ja, wir haben schon gut Holz, also ich denke mal, das reicht das mal. Ich brauche es jetzt so von eh noch nicht. Deshalb lassen wir das mal hier. Obwohl die Saplings, wo ich habe, die könnte ich doch jetzt mal einfach mal aus Spaß wieder so gleich setzen. Und vielleicht passiert da was. Vielleicht wachsen die auch gleich wieder. So, die haben wir einfach hier wieder rein. So. Sind die auch versorgt und dann gehen wir mal wieder Richtung meiner Villa. So, Minecart hier. So, jetzt sieht mir schon hier ist ein bisschen ein Loch entstanden. So. Ja, das bin ich gerade am Überlegen. Wir könnten ja eigentlich theoretisch da, wo es jetzt hier dann runter geht. Und dann auf der unteren Ebene ein bisschen weiter krabben, dass wir so unter unsere Villa rauskommen. Und dann, da können wir dann irgendwie die Slime-Farm machen. Natürlich dann noch ein paar Leitern hin. Hallöchen. Und dann, wo sind wir hier denn? Wir sind auf, ich glaube auf 34. Ja, aber 34 ist ja, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Ich bin ja, drüben bin ich ja, glaube ich, so auf 16 oder so. Ich würde so gerne in dem Bereich so zwischen 6 bis 20 sein. Oh, und es ist Nacht. Bevor hier irgendwie einer spawnt, gehe ich gleich ins Bettchen. Und dann schauen wir mal. Ach, da sind doch auch so noch gar ein paar Kollegen. So, ja, die kann man mal ablegen. Ja. Nur die Frage, wo wir das machen mit dem Hoch- und Runtergehen. Wie weit sind wir eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, da liegt ein Pfeil. Kann sagen, wo ist der hin? Wo teleportiert er sich rum? Hallöchen. Macht der hier. Warum teleportiert er sich immer überall rum? So, ja, ich baue hier einfach mal ein bisschen weiter. Ich mache hier mal so 1, 2, 3, 4, 5. Der soll mal chillen. Und dann mache ich mal so 5 rum. Oder ich weiß nicht, ob ich das halt noch größer bauen soll. Wobei ich auch ungern mit meiner Villa auf der Höhe bleiben soll, weil dann müsste ich ja hier alles abgraben. So, ich will viel lieber hier, also auf den Block, was drauf machen. Sonst muss ich hier alles so nochmal abgraben. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen blöd. Schlau wäre es eigentlich auch, dass das U-Bahn-System, weil es ja ein U-Bahn-System ist, eigentlich auch unter der Erde ist, dass wir das irgendwie nach unten verfrachten. Und dann haben wir halt die Fahrt nach oben nicht, das ist ja eigentlich auch blöd. Sondern dass wir halt sozusagen im Keller ein U-Bahn-System machen, was sowohl auf der Höhe ist zu meiner Farm, damit ich auf der Höhe hier rauskommen kann zu meiner Farm und da auch die U-Bahn ist. Und dann halt irgendwie mit einer Treppe nach oben oder so. Das heißt, dann kann ich ja einfach hier. Okay, das Ei kriege ich nicht. Kann ich ja einfach hier einfach mal anfangen, so einen Gang reinzumachen und einfach mit dem Keller anfangen. Aber davor machen wir erstmal so, du. So, die einen, die kleinen, die sind noch zu jung. Die Hühner, wie sie abgehen. Die wollen Vögeln. Versteht der Hühner Vögel und so? Voll lustig. So, du und du wieder.
Hier, hallo, kommt her. Jetzt ist eine Staffel nicht. Ja, so. So, du. Oh, gibt keine Kuh. Huhuhu. So. Wie mache ich es bei den Hühnern? Da gehe ich mal rein. Oh, das Kleine, das haut gleich ab. Wenn wir es nicht reinschieben. Ha, der wollte gleich wieder raus. Okay. Du. Ah, ne. Du da noch. Zack. Hallo, du da. Du da und du da. So. Jetzt geht's ab hier. So. Wie viele Küken. Oh, wie süß. Ah, ja, das kleine Küken, das schiebt mich voll weg. Voll süß, Mann. Oh! Ja, du musst mal aufpassen, dass du nicht hier zum Matsch. Sollten wir richtig aufpassen. Na! Nein. So, du bleibst da. Was mache ich mit dir? Wenn es groß wäre, könnte ich es ja schlachten, aber das ist ja erst klein. So, komm wieder rein. So. Eieiei, die sind richtig flink. Selbst mit der Schleuse, wo sie eigentlich eh keine Chance haben, wollen sie trotzdem raus.